Hallo, ich sitze hier neben den SPS Experimentierboards, einmal der SPS Trainer und einmal das SPS Trainings Applikationsboard. Und diese Boards wurden entwickelt, um den Schülern die Grundlagen der Programmierung von speicherprogrammierbaren Steuerungen näher zu bringen. Sie sehen bereits, diese beiden Experimentierboards gehören zu unserem bereits bekannten Uni-Train-Modul. Sie werden einfach in Betrieb genommen durch ein Anstecken an das Unitrain-Interface. Dieses Interface verfügt über eine Schutzkleinspannung, die an diese beiden Module weitergeleitet wird und einen sicheren Betrieb durch die Schüler garantieren und auch die beiden Boards vor Fehlern der Studierenden schützen. Sie können damit also nichts kaputt machen. Schauen wir uns kurz den Aufbau des SPS-Trainers an. Dieser hat ein Feld für digitale Ein- und Ausgänge. Wir haben hier 8 digitale Eingänge, die jeweils eine Status-LED besitzen und einen Simulationsschalter bzw. Taster. Außerdem verfügen wir hier über 8 digitale Ausgänge mit ebenfalls jeweils einer Status-LED. Neben den digitalen Ein- und Ausgängen besitzt dieses Board 8 analoge Eingänge. 4 davon besitzen einen Bereich von 0 bis 10 Volt. 4 weitere einen Bereich von 4 bis 20 Milliampere. Neben den analogen Eingängen haben wir außerdem 4 analoge Ausgänge, wovon 2 einen Bereich von 0 bis 10 Volt ausgeben und 2 einen Bereich von 4 bis 20 Milliampere. Neben diesen Ausgängen können auch Spannungen und Ströme direkt über ein Potentiometer ausgegeben und gesteuert werden. Dies ist auch möglich zwischen 0 und 10 Volt und 4 bis 20 Milliampere. Neben diesen digitalen und analogen Ein- und Ausgängen besitzt dieses Board des Weiteren 3 LAN-Ports, die über einen Switch geschaltet sind. Diese Ports können zum Beispiel genutzt werden, um die CPU zu programmieren. Außerdem enthält das Board 2 Sub-D-Stecker, einen 9-Pin-Stecker und einen 25-Pin-Stecker. Diese Pins enthalten weitere digitale und analoge Ein- und Ausgänge, die sich vom Adressbereich her von den vorher bereits genannten unterscheiden. Das SPS Trainingsboard funktioniert im Zusammenspiel mit dem SPS Trainings-Applikationsboard. Zusammen wird den Lernenden verschiedene Experimente aufgezeigt und Kurse angeboten, wie sie die SPS einsetzen können. Wir haben hier auf dem Board zum Beispiel einen Bereich für logische Verknüpfungsbausteine und Speicherbausteine. Des Weiteren haben wir einen Bereich für eine 7-Segment-Anzeige, die über Sub-D von der Steuerung betrieben werden kann. Außerdem einen Bereich mit analogen Sensoren und Aktoren. Hier steht ein Temperatursensor und ein Lichtsensor zur Verfügung. Außerdem eine Diode und ein steuerbarer elektrischer Motor. Als letztes haben wir hier einen Bereich mit einer Kreuzung, in der es möglich ist, eine Ampelsteuerung zu regeln. Ja, dies Ganze passiert im Zusammenspiel mit unserem Online-Kurs. Unser Labsoft-Kurs ist folgendermaßen aufgebaut. Zunächst werden die theoretischen Grundlagen erläutert. Diese werden in verschiedenen Kapiteln visualisiert und abschließend über einen Wissenstest nochmal abgefragt. Anschließend werden einige grundlegende Funktionen von SPSen aufgezeigt, wie die Adressierung und verschiedene Programmiersprachen, die wir hier benutzen. Hier stehen zur Verfügung der Funktionsplan, der Kontaktplan und der strukturierte Text. Des Weiteren gehen wir in diesem Kurs auf Grundverknüpfungen, Logikbausteine, Speicher- und Funktionsbausteine ein. Und abschließend lernt der Lernende, wie er mit Analogwerten arbeitet und Ablaufsteuerungen erstellt. Das können wir uns hier auch einmal ansehen. Hier sehen Sie die Ablaufsteuerung in den 3 Sprachen und dann wird Ihnen der Hardwareaufbau gezeigt und ein Experiment geschaltet. Gehen wir das SPS Trainingsapplikationsboard mal der Reihe nach durch. Hier haben wir die Logikbausteine. Diese können Sie mit dem digitalen Ausgang verknüpfen.
und diese Bausteine direkt ausprobieren. Hier habe ich den End-Baustein verknüpft. Sie sehen, wenn ich beide Bausteine, beide Eingänge des End-Bausteins einschalte, leuchtet die H1-Lampe rot. Schalte ich einen wieder aus, erlischt die Lampe. Des Weiteren haben wir Negierungsbausteine. Diese sorgen natürlich für den umgekehrten Fall. Sind die beiden Eingänge des Endbausteins jetzt ausgeschaltet, leuchtet meine Lampe, schalte ich beide Ausgänge ein, dann ist die Lampe erloschen. Zuletzt haben wir hier einige Speicherbausteine. Ich möchte Ihnen jetzt kurz den SR-Flipflop demonstrieren. Sie sehen, wenn ich den Ausgang auf 1 setze, der den Flip-Flop setzt, dann schaltet sich die Lampe ein, schalte ich ihn aus, bleibt die Lampe eingeschaltet und sie schaltet sich erst aus, wenn ich den Reset-Eingang auf 1 setze. Ja. Als nächstes eine kurze Demonstration des 7-Segment-Displays. Für den Betrieb verbinden wir hier die Sub-D-Stecker des 7-Segment-Anzeige. Und laden ein Programm auf die Steuerung. Genau. Dieses Programm weist nun den Ausgängen der SPS, Eingänge des 7-Segment-Displays zu und durch Setzen der Ausgänge können wir die Displays beschalten. Dies funktioniert auch für einzelne Displays, indem wir hier diese LE1 und LE2 Inputs beschalten. Dies funktioniert auch über den Sub-D. Sie können natürlich dieses Display benutzen, um andere Bereiche dieses Applikationsboards zu koppeln. So können Sie sich zum Beispiel die Temperatur anzeigen lassen, die Sie mit dem Temperatursensor enthalten. Als nächstes möchte ich Ihnen die analogen Eingänge demonstrieren. Ich verbinde dazu den Lichtsensor mit dem Motor und Sie sehen, dass wenn ich den Lichtsensor abdecke, der Motor an Geschwindigkeit verliert und wenn der Lichtsensor Licht aufnimmt, die Geschwindigkeit erhöht wird. Ich kann diesen Motor natürlich auch über die Potentiometer an dem SPS-Board steuern. Ich stecke ihn hier an den 0 bis 10 Volt Potentiometer und kann hier die Geschwindigkeit direkt über das Potentiometer regeln. Das Ganze funktioniert natürlich auch durch Anschließen an die analogen Spannung. Dafür müssten Sie ein Programm auf die Steuerung laden und den Motor regeln. Zu guter Letzt haben wir die Ampelsteuerung. Ich lade hier mal ein kurzes Programm auf die SPS. Ich habe jetzt ein Programm von der Steuerung auf die Ampelschaltung geladen. Schalten wir die Schaltung einmal ein. Und Sie sehen hier jetzt, dass sämtliche Ampeln hier rot sind, nur die Hauptstraße leuchtet grün. Wenn jetzt ein Fußgänger kommt, schaltet die Hauptstraße auf rot, der Fußgänger kann gehen und die Ampelschaltung schaltet danach für die Hauptstraße zurück auf grün. Dieser Knopf S3 simuliert ein Fahrzeug an der Nebenstraße. Wird dieser Knopf gedrückt, schaltet die Hauptstraße ebenfalls auf rot
und das Fahrzeug aus der Nebenstraße kann fahren. Diese Experimentierboards wurden entwickelt, um den Lernenden Grundlagen in den Bereichen logische Verknüpfung, Speicher- und Funktionsbausteine, Analogwertverarbeitung, Siebensegmentanzeigen und Ablaufsteuerung beizubringen. Diese werden ihnen praktisch durch die Boards und theoretisch durch die dazugehörenden LabSoft-Kurse näher gebracht.